Hi Simon. Simon. Wir haben noch nie über dich geredet. Noch nie. Deswegen hat Priest ja auch nie angefangen Folgen mit. Schau auch nie an. Ja, nee, ehrlich nicht. Das gibt ja so ein paar Sachen, wo er noch nicht weiß, dass wir das gewesen sind. Ja, stimmt. Schau dir das bitte nicht an, Simon. Das wird dein Leben um 180 Grad drehen. Nee, ehrlich. Und unseres auch. Ja. Oh Mann, der Kerl, ey. So eine Wahrscheinlichkeit, ey. Das muss er erstmal machen. Das wird hier schon wieder dunkel, ey. Und ich hab hier nur mal grad... Noch nicht mal der Grundriss ist fertig. Das gibt's ja nicht. Das gibt doch nicht. Hör mal, geht doch nicht. Hör mal. Und ich mache hier wieder für die Community alles. Für die Gang. Ja, ist klar. Warum nicht? Wer sonst, wenn nicht? Eben. Wenn nicht du, wer dann? Ja. Wenn du es richtig gemacht haben willst, ne? Dann mach's lieber selbst. Dann machst du es selber. Schick deinen besten Mann. Ja, genau. Wo so, ich der Einzige bin, außer dir, der hier noch mitmacht. Ja, hallo, soll ich hier mal mitmachen? Soll ich das hier mal? Hier? So? Geht das so? Ja, genau. Ja, das ist richtig. So, Priest, so geht das. Ist in Ordnung. Oder hier, da kann man das rausspringen auf die Dinger da, ne? Piss dich jetzt hier, das ist meine Baustelle. Piss dich hier. Mann! Kannst du hier, wenn es gleich dangerous wird, kannst du hier in meine Höhle kommen hier. Ja, genau, da werde ich ganz bestimmt in deiner Höhle kommen. Ganz sicher. Habe ich jetzt deine oder deine? Das ist eklig jetzt. Priest, bitte nicht nochmal sowas. Bitte nicht noch sowas. Er betet ja förmlich. Ja, ne, ehrlich jetzt. Das ist nicht cool. Oh Mann. Ah, oh, wie lange dauert das, bis das hier ausgewachsen ist? 18 Jahre? Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, warte mal. Da gibt's doch hier ein paar Cheats. Wie sieht's aus? Ach, hier mit Knochenmehl oder wie ging das? Was war das jetzt? Das war also mit Knochenmehl. Ja, genau. Ich wollte es nur nochmal bestätigt haben. Man sieht, das ist so lange her. Das ist ja echt super, wie das hier gewachsen ist. Das ist der Wahnsinn. Ich dachte, da drückst du einmal Knochenmehl drüber und dann ist das wieder ausgewachsen. Ja, das war doch mal so. Also, das haben sie doch irgendwann mal geändert. Was ist da los? Chicken. 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 Priest, Chicken. Chicken. Ich will das Chicken fangen. Scheiße. Wie hole ich mir das Chicken jetzt? Wieso? Da. Geh doch hin. Ja, ich will das nicht fletschen, ich will das fangen. Ach, fangen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Also, mit welcher. Ja, ich auch. Ich weiß es schon, aber. Ich sähe hier jetzt erstmal ein bisschen. Ach, du hast schon komplett. Ach so. Ich bin schon fertig. So, Chicken. Guck mal her. Wie nennen wir das Chicken? Männlich oder weiblich? Also, das erste Chicken, was ich in meinem. Damals war ich ja noch alleine in dem Let's Play. Hatte, das hieß Jane. Ich bin dafür, dass es den Namen Eugen trägt. Eugen? Also mit UI dann? Was? Ja, genau. Eugen. Ja, das passt doch, das ist doch ideal. Der ist Eugen. Oh, scheiße. Oh. Jetzt tu mir den Gefallen und jag meine Ziege hier nicht in die Luft. Ey, ich tu dir echt den Gefallen, ich hau jetzt ab. Weil das mich komm her, Keule. Ey, du. Ich hab nämlich. Ich hab kein Leben mehr. Sommer. Du blödes Hühnchen. Hier, guck mal, das ist lecker, das magst du. So, jetzt verpiss dich hier. Hau ab. Okay, Eugen ist da. Mit OI, also Eugen. Weißt du, wie viel Lack musst du gesoffen haben? 3 Liter. Ich sag, das ist Tee, ne? Arschlecken, das ist Lack. Spinne, nein, ich werd sterben, ich werd sterben. Einmal, zweimal, dreimal. Priest, hau nur um. Viermal. Oh ja. Oh ja. Yeah. Oh Mann, ist das heiß Alter, hier. Du hast einen Pfeil zwischen den Augen. Genau zwischen den Augen. Also genau. Das ist gar nicht mal so schlimm, ey. Ich finde das voll lustig. Es tut doch weh. Ja, so ein bisschen. Aber der merkt sowieso nichts mehr, der Metbüro, von daher. Einmal ein bisschen Lachs saufen und dann ist alles wieder gut. Dann ist wieder alles in Ordnung. So. Keule, wo bist du? Ich hab hier was für dich. Oh, Essen? Nee. Ah, Sword. Das wäre schön, wenn ich hier Essen hätte, aber habe ich nicht. Ja, man kann nicht alles haben, wie man so schön sagt, ne? 1, 2, 3, Mitte. 1, 2, 3, Ende, Ecke. Oh, fick dich. Oh, scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich werde sterben. Jo. Von Skeleton erschossen. Oh Gott.
Jetzt mache ich hier die Endszene aus Braveheart. Jetzt zeige ich erst meine Ärsche und dann geht's hier los. Ihr Nilles! Vor allem, wo bin ich jetzt gestorben? Oh! Ach da. A Night at the Ikis hatten wir erzählt, ne? Ja, genau, das Ja, leider. Mit hier Stößer. Ja, wo ich den mit diesen Pappdeckeln da beworfen habe und aber er sich einen Helm so aufgesetzt hat. Erstmal treffen. Ich habe ihn dreimal am Nacken getroffen, obwohl er einen Helm auf hatte. Ja, der ist prädestiniert, um ein Target zu sein. Ja, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der nur auf ihn geworfen hat. Nö, ich meine, alle hassen ihn. Das gibt ja in dem Film alle, oder die Serie, alle hassen Chris. Ich sag, alle hassen ihn. Ich weiß nicht, haben wir seinen Namen gesagt, oder? Ja, hast du gerade. Ja. Ja, von daher, gut, dann. Aber kann ja auch ein Spitzname sein, von daher. Auf jeden Fall. Ist. Ich habe sein T-Shirt ausgezogen. So ein. Ja, das ist mal. Ich weiß nicht, wir haben immer Sport gemacht und er hat immer die dämliche Angewohnheit gehabt, sein T-Shirt auszuziehen und er war einfach mal kein Admiral Adonis. Ich wollte es gerade sagen, weißt du, wenn er wenigstens annähernd, aber weißt du, wenn dir da schon so die Man-Boobs da gegen, ich meine, jeder soll zu seinem Körper stehen, aber ich provoziere es doch gar nicht. Oder ich meine, das war ja seine Provokation, irgendwie so von wegen, guck mal, was für ein geiler Hengst ich bin, wo ich auch denke, ja, ich sehe da leider nichts. Weißt wo du? Soll ich denn jetzt da hingucken? Ja, echt, also, das ist immer so das. Oh Gott. Nein, Spinne will ich nicht. Hau, au! Hau, au! Arschgesicht hier, ey, was ist denn das? Warum sterben wir denn jetzt so oft? Schweinegesichtige Arschmann hier. Das aber liegt hier daran, weil ich noch kein Bier hab. Ah, Desperados gibt's heute bei dir, ne? Ja, ich muss das gleich erstmal. Ja, arschteuer hier. Das darfst du ja gar keinem erzählen. Da kostet eine Flasche 2 Euronen. Das ist ja hier schon fast Kneipenpreise sind das, ja. Ja. Aber hey, was gönnt man sich denn sonst? Kauf das mal in der Tanke. Huiuiui. Ja. Da zahlst du dich, wie man so schön sagt, dumm und dämlich. Dumm und dämlich. Also den Status möchte ich mal erreichen, dass ich mich dumm und dämlich... Weißt du, das ist, muss doch das Geheimrezept der Geißen sein, oder? Ja, die zahlen sich auch dumm. Echt, das ist doch so. Das guck dir das mal an, was hier wieder für hässliche Bäume gewachsen sind. Ich sag's dir, beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal gibt's Tree Assist oder so ein Blödsinn. Oder ich hier fackel die Dinge ab, weil also das baue sag ich mal nicht ab. Das geht nicht, das ist das Problem. Das habe ich ausgestellt, Keule. Ausgestellt. Ausgestellt. Wie? Ich kann das nicht abfackeln. Nein, kannst du nicht. Oh. Ja, dann mach ich nächstes Mal Tree Assist rein, heul doch. Ja, achso, wir müssen in eine andere Richtung hier. Komm mal her, ihr beiden. Oh, da kommt schon wieder so einer von diesen Trittbrettfahrern da angeäumelt. Der soll sich mal gehackt legen hier. Das ist ganz anstrengend, ne, mit diesen... Ah, es wird wieder hell. Ja, guck dir mal den Baum an. Wer will den denn abbauen? Ich? Wer soll den denn abbauen? Das war die Frage. Du? Kannst du mal eben machen, komm. Mach es. Ja, ist klar. Please, komm. Oh, guck dir mal, wo wächst denn so ein Baum? Ich weiß es nicht. Wo muss ich hin? Hier. Priest, tu mir mal bitte den Gefallen und mach meine Hühnerfarm auf. Ja, ich muss erstmal Eier haben. Aber komm gerade mit 2. Achtung! Ey, sag mal. Eier? Diese Senfwürstchen. Bin ja schon ein bisschen dagegen, dass du das hier ausgestellt hast, dass ich den hier abfackeln kann, ne? Das ist aber gefährlich. Ja, das ist doch no risk, no fun. Das ist mein Motto. Ja genau, während du da deine Holzputze baust, mache ich hier Feuer an. Ja, ist doch schick. Das ist voll gefährlich. Dann habe ich wieder einen Grund, dir ein Pfeil zwischen die Augen zu schießen. Noch ein. Mach das bitte jetzt nicht. Oh Gott. Ach ja, ist ja angestellt. Stimmt ja. Ah gut, mein Name steht ja dann an, wenn du stirbst. Würde dann... Ja, ihr Penner, ey. Ja, du doofes Hühnchen, komm jetzt an. Ich habe hier Leckerfein. Komm. Das Geilste ist ja noch, ich habe ja sogar noch Limette im Kühlschrank. Das heißt, das Desperado schmeckt ja nochmal doppelt so gut. Das schmeckt so, wie es eigentlich sein sollte dann, ne? Ja. So, wir haben Hühnchen. Yeah! Und die cool. Lass ich gleich mal ein bisschen pimpern hier. Oh mein Gott. Das ging fix. Sag mal, mir ist aufgefallen, entweder bin ich halt nicht der entsprechende Maître dafür, aber ich, bei mir dauert, wenn ich Hühnchen brate, das dauert bei mir doppelt bis dreimal so lange, als wenn ich mir ein schönes Steak brate. Ach, im Spiel jetzt, oder? Nee, real life. Ja,
Ja, das ist bei mir auch, weil bei Hühnchen muss er ja immer noch ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Inwiefern? Also ja, mit Salmonellen? Ja, genau. Da ja, muss nee, ja also schön durchgesäftet sein. Unabhängig davon, ich mag das auch gar nicht, wenn das so wabbelig ist. Wo, wo. Ja. Nee, aber weißt du, wenn ich einen Schnitzel mir oder, keine Ahnung, ein Steak in die Pfanne werfe, das ist dann fertig irgendwann nach x Minuten. Und dann ist, wenn ich das in der vergleichbaren Zeit mir da so ein Hähnchenfilet da reinlege, das ist innen noch komplett rosa. Da ja, frage ich mich auch, ey, woran liegt das? Das habe ich auch manchmal das Gefühl. Und ich weiß es nicht, leider. Ich dachte, du kannst mir jetzt die ultimative Antwort geben. Wenn ihr den ultimativen Rat habt, bitte leitet ihn an Priest weiter. Er wird ja, sich bitte freuen. Wie macht nicht, man ein Hühnchen richtig geschmackig? Nee, das weiß ich. Ich brat's dann halt eine Viertelstunde, weißt du? Ja, so, aber das ist ja auch nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, das stimmt. Aber manchmal mache ich das dann so, dass ich die halt immer schon so einschneide, weißt du? Und damit da halt die Hitze schön... Ja. Aber das ist ja dann auch scheiße. Ich will ja... Dann ist das Auge ist ja mit. Jo. Also ich laber heute schon wieder eine Scheiße und das ohne Bier. Aber wahrscheinlich, weil ich noch kein Bier habe. Ja, dann holst du es gleich. Ja, ich muss sowieso gleich mal eben kurz... Ja. Das Örtchen. Ja, genau. Irgendwie komme ich hier mit meinem Tempel nicht voran. Okay, jetzt habe ich zwei Weizen, wo wir gerade mal mit dem Thema Bier sind. Bananen? Nee, leider nicht. Bananen? Gibt es eigentlich mittlerweile Bananen in Minecraft? Nee, Bananenweizen. Ja. Ich weiß, die könnte ich dann mischen und dann ein schönes Glas fertig machen und dann gibt es oh, ja, lecker. Oh ja. Bananenweizen ist was Feines, ist einfach so. Jetzt auf einmal Regen. Ja. Während wir hier mit Holz bauen. Ja, genau. Also ich habe hier mal so eine Unsinnkiste. Vielleicht brauchen wir davon irgendwann ja nochmal was. Ich glaube es zwar nicht, aber... Wie er ist einfach mein Haus dran zu machen. Also kann nicht wahr sein. Ich kann so im Kopf schütteln hier. Glaube ich ja nicht. Ja und? Ja und? Was ist denn jetzt verkehrt? Ich komm mal zu dir und dann zimmer ich da einfach mal eine Kiste dran an deine Haus. Am besten auch so protected, dass ich die nicht wegkriege. Nee, ich meine generell, also bei dir zu Hause. Achso, bei mir wirklich so? Das ist. Nee, das machst du nicht. Und dann am besten so eine schöne Hello Kitty oder My Little Tony Kiste. Ja, das wär's. Sag mal, wo hast du eigentlich deinen Eingang? Ja, der ist noch gar nicht da. Ich komme ja irgendwie nicht voran, weil mir immer das Holz fehlt und ich muss dann immer hier wieder her und... So, das muss jetzt genauso sein wie vorher. Du siehst es vielleicht gleich. Wie das alte? So, und für alle Holzlatten unter euch, das habe ich absichtlich so gemacht. Ich muss gleich mal gucken. Weil das nämlich auch beim alten Haus bei dir so war und ich habe mir gedacht... Pinkelzwerg oder was? Na, was denn? Moment, da muss ich jetzt gucken, weil das wollte ich mir gerade sagen. Ich will das nämlich... wieder exakt so haben. Oh, ich seh's. Nee, ich seh's noch nicht. Doch da, das ist ein Schild. Ah, ist es dran? Ist es dran? Ich seh's noch nicht. Oh ja, oh ja. Da kannst du mal sehen, wie bresig ich da schon war, dass ich das mit K geschrieben habe, ne? Ja, und es blieb bis zum Ende. Und bei mir an der Facebook-Seite ist das immer noch als Banner. Ich weiß, das hab ich vor kurzem schon mal wieder gesehen. Das war so schön. Eins, zwei, drei... So, Priest, hast du was dagegen, wir mal kurz unterbrechen und ihr seht uns morgen wieder und wir gehen schön was zu trinken holen und auf Toilette und alles? Ja, das volle Programm. Ja. Gerne. Also auf der Toilette was zu trinken holen, ne? Ja, genau. Ja. Also Kinder, dann danke fürs Zusehen und falls ihr einen Daumen nach oben habt, dann gerne, gerne, gerne. Wir haben viel Spaß bei der Sache und hoffentlich ihr auch. Also bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.